Letzter Teil des Textanalyse-Abschnitts der Vorlesung, also so ein kleiner Exkurs, den wir eingestreut haben im Abschnitt zum Aufbauen des Indexes. Wir sind immer noch dabei, uns zu fragen, was für Terme sollen denn in den Index kommen. Wir hatten gesehen, wie man Dokumente in Token zerlegt, dass man gegebenenfalls nicht nur einzelne Token, sondern auch Kombinationen von Token, sogenannte N-Gramme, in den Index packen will. Und im letzten Teil zur Informationsextraktion hat man uns mit ganz konkreten solchen N-Grammen, Teilen oder eben auch Folgen von Token beschäftigt, nämlich mit den Nominalphrasen und den Named Entities. Und im letzten Teil wollen wir uns nochmal mit einem kleinen Exkurs über die Link-Analyse beschäftigen. Zum einen werden wir ein bisschen was zu PageRank uns anschauen und zum anderen eben die Frage beantworten, warum Links nicht nur neben dem PageRank, PageRank ist auch irgendwie ein wichtiges Signal, zumindest war es das früher, also ist immer noch vielleicht in Teilen, aber neben dem PageRank berechnen sind die Links auch noch für was anderes wichtig, nämlich als erweitertes Vokabular für die verlinkten Dokumente. Was sind Links oder Hyperlinks? Naja, im Web sieht das meistens so aus, dass man irgendwie so ein Stück Text hat und ein ausgezeichnetes Stück in diesem Text ist dann irgendwie meistens blau oder unterstrichen oder sowas. Das ist dann der Hyperlink mit einem Stückchen Text, auf das man klicken kann und wenn man da draufklickt, kommt man auf eine andere Seite. Also im Prinzip sind das Links, die den Leser zwischen verschiedenen Webseiten hin und her springen lassen. Das ist im Prinzip ja auch die Idee des Webs, als Tim Berners-Lee, das am CERN entwickelt hat, war ja seine Idee, dass man eben Dokumente miteinander verlinkt und dadurch eben Zusammenhänge klarer macht, die ohne Links nicht so klar sind. Und die Grundidee ist, dass man solche Links einführt, um zu sagen, die verlinkte Webseite ist wichtig. Und zwar wichtig in dem Sinne, dass sie erreichbar sein sollte für beispielsweise eine Kontexterweiterung, wenn man eben was Bestimmtes sagt und dann sagt, ja, okay, mehr kann man dazu noch da und da lesen. Also in dem Sinne eine Linkstruktur zwischen Dokumenten wichtig, um zu sagen, da steht mehr oder da kann man Hintergrundinformationen bekommen. Üblicherweise findet man Hyperlinks in der Nähe auch von Bildern oder eben in der Nähe von Texten, zu denen dann noch mehr Hintergrundinformationen gegeben werden oder eben, wo man sagt, da sind Erklärungen oder Zusammenfassungen dazu. Also manchmal sind solche Texte rund um so einen Hyperlink auch tatsächlich eine sehr gute Zusammenfassung von der verlinkten Webseite. Und das kann man für Websuche natürlich ausnutzen. Gleichzeitig muss man immer ganz wichtig ein großes Aber im Hinterkopf behalten. Naja, das ist wie alles, never trust user input. Also auch solche Hyperlinks werden ja von Menschen oft gesetzt oder manchmal eben auch maschinell, dann sind sie vielleicht sogar noch weniger vertrauenswürdig. Man sollte also also Links nicht so wichtig gewichten oder vielleicht sogar gar nicht beachten, wenn sie derjenige, der auf, also der verlinkten Webseite, der Besitzer der verlinkten Webseite hätte kreieren können oder wenn sie von irgendwelchen nicht so astreinen Webseiten kommen oder auch wenn sie automatisch bei einer Webseite einfach dazu gepackt werden. Da gibt es so Muster, beispielsweise in manchen Content-Management-Systemen oder so, dann sind das wahrscheinlich nicht so die wichtigsten Links. Ansonsten sieht für eine Maschine natürlich der Link ein bisschen anders aus als für uns als Menschen. Also so im HTML beispielsweise wird er also durch so ein Anchor-Tag, ein öffnendes und schließendes Anchor-Tag klargemacht, hinter dem dann sozusagen der Link, der eigentliche Link als href steht und der in den Anchor-Tags eingefasste Text, der dann tatsächlich dieser Link-Text oder man sagt häufig einfach auch der Ankertext für den Link ist. Der Ankertext selbst ist das, was man anklicken kann und häufig, ja, könnte man auch noch sagen, vielleicht will man nicht nur den Ankertext, sondern den Ankerkontext, also beispielsweise den ganzen Satz oder den ganzen Absatz, in dem das steht, als irgendwie relevant, beziehungsweise nicht relevant, aber als Erklärung für die verlinkte Webseite noch irgendwie auffassen. Und das, wenn man das so interpretiert, ist das also noch eine Form, zusätzliche Indexterme für in dem Fall hier die Webseite example.com, www.example.com zu gewinnen, weil man dann eben sagt, naja, this webpage, also gut, das ist jetzt nicht besonders sprechend, fällt uns direkt beim Draufgucken auf, aber wenn man sagt, das könnte der ganze Satz sein, this webpage is perhaps the most famous example there ever was, vielleicht steht sowas wie most famous nicht auf example.com
Und dann könnte man die Terme also zusätzlich noch mit als Indexterme für example.com benutzen. Also von einer anderen Webseite sich noch Terme borgen, die die Webseite example.com besser erklären. Aber auch hier ist es natürlich wieder so, das Ganze kann man missbrauchen. Also wenn ich selber für meine Webseite noch auf anderen Webseiten Links kreiere, dann kann ich da natürlich irgendwelches Vokabular reinschreiben, was mir ganz recht wäre. Das muss man also als Suchmaschine auch wieder irgendwie versuchen zu erkennen. Aber grundsätzlich das Verwenden von Ankertexten als Zusatzvokabular, also den Ankertext, alle Ankertexte, die auf Webseite X verlinken, noch zusätzlich zum eigentlichen Inhalt von X für X mit zu indizieren, das macht schon Sinn. Das führt dazu, dass das Retrieval deutlich effektiver häufig funktioniert. Wie funktioniert so eine Ankertexterkennung? Naja, man sucht halt einfach die Links und das, was zwischen den Ankertext steht, das ist dann der Ankertext oder man sagt, man nimmt noch den Satz mit dazu oder vielleicht den Satz davor und danach noch als sozusagen Ankerkontext. Man muss dabei aber natürlich auch noch sowas beachten wie andere Stopwortlisten als vielleicht beim eigentlichen Indexierungsprozess. Sowas wie Klick hier oder Page oder so werden dann alles Stopwörter wahrscheinlich, wenn man Ankertexte behandelt, weil for more information, Klick hier. Wenn dann nur Klick hier der Ankertext ist, dann ist das wahrscheinlich kein besonders guter ergänzender Term für die verlinkte Webseite, sondern eher das, was vielleicht dann um diesen eigentlichen Link herum noch steht. Aber das ist auch wieder so ein bisschen die hohe Kunst, dann zu entscheiden, wie viel nehme ich denn dazu. Dass es aber was nützt, haben verschiedene Studien tatsächlich gezeigt. Wenn man Ankertexte richtig mit als Indexterme mit benutzen kann, dann kriegt man eine bessere Retrieval-Effektivität hin, also bessere Ergebnisse, die man dem Nutzer tatsächlich am Ende anzeigt. Ganz früher war natürlich so dieses ja, Nutzen von Ankertexten, als man wusste, dass Google das so als Signal irgendwie ein bisschen mitbenutzt, gab es diese sogenannten Google-Bomben. Eine sehr bekannte ist, dass immer die Biografie von George Bush, also tatsächlich die offizielle White House-Seite, dann angezeigt wurde, wenn man bei Google Miserable Failure gegoogelt hat. Das war so im Jahr wahrscheinlich 2005 oder so, sieht man hier so ein bisschen. Also es ist eine Weile her, wurde dann von Google und anderen Suchmaschinen natürlich auch bekämpft, solche Geschichten, aber da gab es halt sehr, sehr viele Seiten, die auf diese Biografie von George Bush verlinkt haben und immer mit dem Ankertext Miserable Failure und deswegen wurde das dann da Ankertexte also als Zusatzindexterme für diese Biografie-Seite benutzt worden, wurde das dann sehr, sehr prominent und zwar ganz oben in den Google-Treffern dafür angezeigt. Sogenannte Google-Bombs gab es nicht nur diese, aber das ist eine der bekannteren. Heutzutage funktioniert das nicht mehr so leicht. Da gibt es eben auch wie bei Spam-Erkennung quasi immer quasi so ein Hase-Igel-Wettbewerb zwischen Suchmaschinen und den eigentlichen Search Engine Optimizern oder so, dass man halt immer versucht, solche Dinge auf Suchmaschinenseite dann zu unterbinden, dass das besonders hoch dann gerankt würde. Ein anderer wichtiger Teil neben dem Verwenden von Ankertexten als Indexterme, also das ist so das, was jetzt direkt für die Indexterme sozusagen die Bedeutung trägt. Ankertexte, wie gesagt, wichtig. Ein anderer wichtiger Teil, was man mit Links noch machen kann, um die auch als Relevanzsignal oder eben als ein Feature mit zu benutzen, was fürs Ranking wichtig wäre, ist der sogenannte PageRank. Hat wahrscheinlich jeder schon mal so ein bisschen was davon gehört und jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, was da tatsächlich passiert. Die Grundidee ist die, dass man sagt, wir wollen den Graphen, der entsteht, wenn man Webseiten als Knoten auffasst und die Links als Kanten zwischen Webseiten, diesen riesigen Graphen, den wollen wir irgendwie ausnutzen, um zu erkennen, was sind denn die wichtigsten Webseiten. Eine ganz naive Idee könnte sein, zu sagen, eine Webseite ist wichtig, je nachdem, wie viele Links auf sie zeigen. Also die Wichtigkeit einer Webseite A hängt davon ab, wie viele Seiten B auf die Seite A verlinken. Das ist relativ naiv, weil im Grunde hier ja erstmal jeder Link genau gleich viel zählt und im Prinzip Webseiten auch beliebig viele Links gegebenenfalls aufeinander zeigen lassen können. Und wenn man die dann alle mitzählen, also jeden einzelnen Link oder nur einzeln, das ist so ein bisschen so eine Frage, die man sich dann hier stellen muss. Was man eigentlich haben will, ist vielleicht, dass man nicht einfach nur so eine ganz naive Zählweise ansetzt und sagt, okay, so viele Seiten verlinken auf mich, das ist meine Wichtigkeit, sondern dass man fragt, wie wichtig sind eigentlich die Seiten, die auf mich verlinken? Also die Wichtigkeit der Webseite A sollte nicht nur davon abhängen, wie viele Seiten B auf A zeigen, sondern wie wichtig die Seiten B sind, die auf A verlinken.
und die Wichtigkeit einer Seite B sollte auch nicht komplett für A ausgenutzt werden. Also wenn B beispielsweise auf 1000 Seiten zeigt, B ist beispielsweise wichtig, dann sollte nicht die Wichtigkeit von B auf jeden dieser 1000 Links, so wie sie ist, verteilt werden, sondern anteilig. Also wenn ich 1000 auf 1000 Seiten verlinke, dann kriegt jede dieser Seiten, auf die ich verlinke, ein Tausendstel sozusagen meiner Wichtigkeit ab. Das ist so im Prinzip die Grundidee, die hinter PageRank steckt. Also nicht einfach nur Inlinks zählen, nicht einfach nur zählen, wie viele Links habe ich, die auf mich zeigen, sondern von welchen Seiten kommen die denn? Je wichtiger die Seiten sind, die auf mich verlinken, desto besser. Und auf je weniger andere Seiten diese Seiten, die auf mich verlinken, auch noch verlinken, desto besser für mich, desto mehr von deren Wichtigkeit bekomme ich ab. Und das Ganze haben dann die Google-Entwickler Mary Page, Sergey Brin zusammen mit ihrem Doktorbetreuer so ein bisschen weiter ausgearbeitet. Also irgendwann wollten sie noch promovieren, die waren mal Doktoranden in Stanford, haben dann aber relativ schnell gesehen, dass das mit Google wahrscheinlich ein bisschen mehr einbringt, beziehungsweise haben sich erstmal dieser Entwicklung der Suchmaschine gewidmet und sind dann nie wieder zurückgekommen. Das, was sie aber in dieser Veröffentlichung 98 aufgeschrieben haben, ist im Prinzip das ganze Konstrukt hier in sogenanntes Random Surfer Modell umzusetzen und zu sagen, ja, irgendwie wollen wir also die Wichtigkeiten verteilen. Und was wir uns am Ende eigentlich nur fragen ist, wenn ich einen sogenannten Random Surfer, einen Zufallssurfer auf dem Web beobachten würde, wie wahrscheinlich landet der mal bei Webseite A? Und das soll davon abhängen, welche anderen Webseiten auf die Seite A verlinken. Das Random Surfer Modell ist relativ einfach, hat 5 Schritte. Der erste Schritt ist, der Random Surfer öffnet eine zufällige Webseite, gleich verteilt. Oder, also prinzipiell, man könnte sagen, gleich verteilt, also jede Seite hat die gleiche Chance, oder man geht schon davon aus, dass man da irgendwie vielleicht was über die Wichtigkeit weiß und würde dann also entsprechend der Wichtigkeit irgendwie die Wahrscheinlichkeit verteilen. Aber gehen wir erstmal davon aus, gleich verteilt. Dann wirft der Random Surfer quasi würfelt er eine Zufallszahl zwischen 0 und 1, die heißt Alpha. Und falls Alpha kleiner ist als ein gewisser Schwellwert, ein Schwellwert Lambda, dann gehen wir wieder zu Schritt 1, wir würfeln eine andere Zufallsseite. Gleich verteilt. Im Standard-Random-Surfer-Modell. Falls Alpha aber nicht kleiner ist, sondern größer gleich diesem Lambda, dann frage ich, hat denn die aktuelle Seite, auf der ich gerade bin, hat die Links, also verlinkt die auf irgendwas? Wenn nicht, gehe ich auch wieder zu Schritt 1, würfle wieder eine andere zufällige Seite. Falls es Links gibt, verfolge ich einen dieser Links gleich verteilt, also zufällig einen dieser Links ziehe ich und verfolge den. Die Beobachtungen, die dann Brin und Page gemacht haben in ihrem Paper, ist zu sagen, naja, dieses Random Surfing hat die Markov-Eigenschaft, also wo ich als nächstes lande, hängt nur davon ab, wo ich gerade bin, also mein aktueller Zustand. Und die Schritte 2 bis 4, die stellen sicher, dass ich nie irgendwo hängen bleiben werde. Also wenn ich auf einer Seite, die keine Links hat, bin, dann würfle ich ja zufällig eine andere Webseite. Und wenn ich auf einer Seite bin, die Links hat, dann würfle ich also einen dieser Links und verfolge den. Also ich bleibe nie in einer Webseite hängen, auch auf einer Webseite, die gar keine Outlinks hat, also woanders hin zeigt, bleibe ich nicht hängen. Und außerdem stellen die Schritte auch sicher, dass selbst eine Seite, auf die niemand zeigt, also auf die niemand verlinkt, eine kleine, ja, eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit zwar wahrscheinlich, aber eine Wahrscheinlichkeit hat, überhaupt erreicht zu werden. Nämlich in diesem Schritt 1 als Zufallsseite ausgewählt zu werden. Wenn ich Milliarden Seiten habe, dann habe ich eine ziemlich kleine Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und empirisch hat man in verschiedenen Studien dann festgestellt, diesen Schwellwert Lambda setzt man wahrscheinlich am besten auf 0,15. Also mit Wahrscheinlichkeit 0,15 klicke ich einfach keinen der Links an oder mit einer Wahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner als 0,15, weil hier also ein kleiner steht, klicke ich keinen der Links an auf einer Seite, wenn es überhaupt welche gäbe, sondern lande zufällig auf irgendeiner anderen Seite, Random Surfer, oder mit eben einer Wahrscheinlichkeit von 0,85 nehme ich einen der Links zufällig auch wieder Random Surfer. Das ist so das Random Surfer Modell. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn jetzt raus, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Random Surfer
mal auf einer Webseite A vorbeigucken wird. Und diese Wahrscheinlichkeit, schon mal als kleiner Spoiler, soll dann am Ende sozusagen der PageRank sein. Je wahrscheinlicher es ist, desto höher soll der PageRank sein. Je unwahrscheinlicher es ist, desto niedriger soll der PageRank sein. Also beispielsweise Webseiten, auf die niemand verlinkt, die haben nur eine Chance, in diesem ersten Schritt mal durch Zufall sozusagen gezogen zu werden. Solche Webseiten werden wahrscheinlich keinen großen PageRank dann bekommen. Der PageRank soll also quasi ungefähr proportional zu den Wahrscheinlichkeiten gewählt werden, mit denen ein Random-Server auf der Seite vorbeikommen wird. Und je mehr Seiten auf mich zeigen und je wichtiger diese Seiten sind, desto wahrscheinlicher soll es am Ende sein oder desto höher soll mein PageRank sein. Wie kann man das jetzt ausrechnen? Ja, Page und Print haben erstmal gesagt, für eine Seite U ist der PageRank also jetzt das PageRank von U Lambda mal 1 durch N, also dieser nicht klickende Teil, also nicht der Link verfolgende Teil, sondern mit Wahrscheinlichkeit 1 durch N mal Lambda, weil eben geguckt wird, bin ich kleiner als dieser Lambda-Wert, mit Wahrscheinlichkeit Lambda mal 1 durch N bin ich also in diesem Schritt 1 gezogen worden. Als Webseite bekomme ich schon mal einen kleinen Anteil für meinen PageRank und mit 1 minus Lambda bekomme ich aber PageRank von Seiten, die auf mich verlinken. Also wie kann ich gefunden werden als Seite U? Entweder durch diesen Schritt 1, der zufällig irgendeine Webseite zieht, das ist der Anteil, oder ich werde gefunden, indem ein Link verfolgt wird auf einer Seite, die auf mich zeigt. Eine Seite, die auf mich zeigt, ist eine Seite V in den Backlinks von U, also in den Links, die auf U zeigen. Sagt man oft Backlinks dazu, deswegen B. Und ja, von so einer Seite, die auf mich verlinkt, bekomme ich einen Anteil von deren PageRank, aber eben nicht den kompletten PageRank, sondern den PageRank von V geteilt durch die Anzahl der Links, die V hat, weil ja in diesem Schritt, wo einer der Links zufällig von der Seite V gezogen wird, der wird gleich verteilt gezogen. Und das heißt, der PageRank der Seite V verteilt sich auf die Seiten, auf die V verlinkt. Und ja, auf je mehr Seiten V verlinkt, desto weniger vom PageRank kriegt jede dieser einzelnen Seiten dann tatsächlich ab. Das ist der PageRank von U und die Frage ist, wie kann man den jetzt ausrechnen? Algebraisch haben sie es dann nämlich so formuliert, dass sie gesagt haben, okay, was haben wir? Wir haben eine große Matrix mit den Wahrscheinlichkeiten von einer Seite auf eine andere zu kommen. Und in dieser Matrix, Groß T haben sie die genannt, Transition Matrix, Groß T, T wie Transition, hat also einen Eintrag in der Zelle IJ folgende Bedeutung. Der Eintrag in der Matrix Groß T an der Stelle I und J ist Lambda mal 1 durch N. N ist die Anzahl der Webseiten, die ich insgesamt habe in meinem Linkgrafen, plus 1 minus Lambda durch 1 mal 1 durch L. Falls es den Link gibt, also dann ist das die Wahrscheinlichkeit, von I nach J zu kommen. Und falls es keinen Link gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit von I nach J, oder sorry, von doch von I nach J zu kommen. Falls es keinen Link von I nach J gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach nur Lambda mal 1 durch N. Also, dass ich eben in diesem Schritt 1 zufällig, während ich auf I stehe, auf die Seite J wechsle. Nicht einen der Links nehme auf der Seite I, sondern dass ich zufällig eine neue Webseite würfle. Wenn jetzt R der Vektor der Wahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt T ist, dass ich den Random Server verfolge, also ich lasse den Random Server loslaufen und R ist der Vektor zum Zeitpunkt T, ist der Random Server jetzt irgendwo. Also die Wahrscheinlichkeiten, während ich den Random Server über die Zeit beobachte, werden in diesem Vektor R aufgesammelt, dass er jetzt dann zum Zeitpunkt T gerade auf einer dieser Seiten steht. Für jede dieser Seiten habe ich in dem Vektor R einen Eintrag und der Eintrag soll die Wahrscheinlichkeit sein, zum Zeitpunkt T auf dieser Seite zu stehen. Also insgesamt irgendwie wahrscheinlich alle relativ klein. Wie bekomme ich diesen Vektor? Naja, indem ich einfach immer einen irgendwann mal initialisierten Vektor R mit der Transitionsmatrix multipliziere. Also ich habe den mal initialisiert, mit der Transitionsmatrix multipliziert, dann habe ich den neuen Vektor R, den multipliziere ich wieder mit der Transitionsmatrix und so weiter. Also den ursprünglich mal initialisierten mal T hoch T. Also so und so oft habe ich die Transitionsmatrix dran multipliziert. Wenn ich jetzt T gegen unendlich gehen lasse, dann wird R
irgendwann der PageRank-Vektor sein. Also in R sind dann die PageRanks tatsächlich, wenn ich Tier gegen unendlich gehen lasse, aufgeschrieben. Und außerdem ist der Vektor R tatsächlich einer der Eigenvektoren, der Principal-Eigenvektor auf T, also der Principal-Eigenvektor der Transitionsmatrix T. Was jetzt Brin und Page dann bewiesen haben, ist, da diese Transitionsmatrix stochastisch, reduzibel und aperiodisch ist, wird dieser Prozess tatsächlich konvergieren und man muss nicht bis unendlich warten, sondern es wird zu einer Konvergenz kommen. Also der Vektor R wird sich irgendwann nicht mehr so doll ändern, dass die Änderung größer ist als ein Schwellwert und in dem Moment würde man dann sagen, ah, jetzt habe ich die PageRanks ausgerechnet. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, war ja auch nur algebraisch formuliert. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, wie könnte man es denn ausrechnen und was ergibt sich denn eigentlich in dem Beispiel, um das mal so ein bisschen zu verfolgen. Also schauen wir erstmal ein Beispiel an. Drei Webseiten, A, B und C, ein relativ einfaches Web. A verlinkt auf B und auf C, B verlinkt nur auf C und C verlinkt nur auf A. Angenommen, der Vektor R wird irgendwie initialisiert mit 100, das soll dann bedeuten, ja, der Random Server steht am Anfang in A oder sowas. Und jetzt wollen wir über die Zeit beobachten. Erstmal die Frage, wie sieht die Transitionsmatrix aus? Die steht hier drüben. Am einfachsten kann man sie sich für C und B erstmal anschauen. Also die B-Zeile sagt, mit 0,9 Wahrscheinlichkeit wechsle ich von B nach C und mit 0,05 wechsle ich von B nach A oder bleibe in B. Und das ist mit 0,05, das ist also dieser Schritt 1. Die Grundannahme ist dabei, dass Lambda also 0,15 ist. Das bedeutet, in dem Fall habe ich hier drei Webseiten. 0,15, ein Drittel davon ist 0,05. Mit 0,05 Wahrscheinlichkeit bleibe ich also auf einer Webseite, die nicht verlinkt, komme ich auf eine Webseite, die nicht verlinkt ist. Also von B nach A oder von B auf sich selbst. Wir gehen davon aus, dass da kein Link ist. Wir haben ja hier keinen Kreis auf B. Also 0,05, das ist so ein Drittel von diesem Lambda-Teil und 0,9, das ist dann der Rest, wird also von B nach C gewechselt. Bei C ist es analog. Mit 0,9 nach A oder eben in C zu selbst zu bleiben oder nach B zu wechseln, jeweils mit 0,05. Und bei A ist es so, A verlinkt auf zwei Seiten, auf C und auf B. Also bleibt nur ein Drittel von Lambda für A selbst übrig und der Rest, 0,95, wird hälftig auf B und auf C verteilt, also 0,475. Das ist die Transitionsmatrix, die also zu diesem Webgraphen hier gehört, wenn ich die Annahme treffe, dass Lambda wie üblich auf 0,15 gesetzt wird. Okay, im Schritt 0, also sowas wie 100 und dann rechnen wir los, ein paar Iterationen. Also zuerst wird es quasi 0,005, 0,475, 0,475 sein. Ich bin ja davon ausgegangen, dass ich in A losgegangen bin. Also bin ich danach wahrscheinlich in B oder C und nicht ganz so wahrscheinlich bin ich in A geblieben. Und so weiter über die Zeit kann man das so ein bisschen verfolgen. Nach 10 Schritten hat man den PageRank-Vektor hier, sieht also so aus, als wäre C am wichtigsten, 0,399, und A ungefähr genauso wichtig, 0,389, und B 0,212 nicht ganz so wichtig. Wenn Sie das mal berechnen wollen, hier ist ein Link auf Wolfram Alpha, da können Sie einfach mal die Iteration ein bisschen höher setzen und einfach mal gucken, was passiert. Aber das ist schon relativ stabil hier so in diesem Bereich. Es wird so sein, dass B wohl die unwichtigste Seite ist und C und A sind so relativ wichtige Seiten. Also haben dann einen höheren PageRank als B. Die Initialisierung selbst, die kann man so machen wie hier, dass man sagt, okay, ich nehme an, ich bin am Anfang in A. Oder was man auch oft sieht, ist, dass man einfach sagt, ja, am Anfang kriegt jeder den gleichen Wert. Oder am Anfang setze ich das irgendwie auf PageRanks, die ich schon mal vorher berechnet hatte, weil vielleicht habe ich für einen Teil des Webs schon mal PageRanks berechnet oder so. Dann kamen jetzt neue Links dazu oder neue Webseiten dazu. Dann kann ich die Werte neu ausrechnen. Das ist im Prinzip nicht ganz so wichtig, man muss es halt nur irgendwie initialisieren. Wie sieht das Ganze algorithmisch aus? Naja, ein iterativer PageRank-Algorithmus würde ungefähr so aussehen. Als Eingabe erwartet er den Webgraph mit Seiten P und Links L. Das könnten also Milliarden Seiten und ziemlich viele Links auch sein. Und ich brauche diese Random Jump Probability Lambda, also beispielsweise standardmäßig gesetzt auf 0,15. Die Ausgabe soll sein, einen
Vektor i, der die PageRanks approximiert. Was ich auch noch benutzen werde, ist ein Vektor R, in dem ich mir dann immer merke, was sind denn so die, indem ich den neuen PageRank-Vektor sozusagen ausrechne für den nächsten Schritt. Also i und r werden die beiden Vektoren sein, in denen ich den PageRank aufbaue. Ja, als erstes könnte man in der Initialisierung sagen, okay, ich setze erstmal den initialen PageRank für alles auf beispielsweise 1 durch Anzahl der Webseiten, also gleich wahrscheinlich verteilt. Dann wird es eine Update-Schleife geben und solange ich noch keine Konvergenz feststelle zwischen dem Vektor i und dem Vektor r, indem ich immer den neuen PageRank ausrechne, werde ich also in dieser Schleife bleiben. Wenn es konvergiert ist, dann gebe ich einfach den Vektor i zurück als PageRank-Vektor. In diese Update-Schleife werden wir jetzt also nochmal reinspringen. Also im Hinterkopf merken, irgendwie habe ich es initialisiert, beispielsweise auf gleich wahrscheinlich alles gesetzt. Das ist der initiale PageRank-Vektor und jetzt rechne ich im nächsten Schritt in dieser Update-Schleife ein Update aus und frage mich immer nach dem Schleifendurchlauf, habe ich ein Konvergenzkriterium erfüllt? Konvergenz, also beispielsweise sowas wie, hat sich der Vektor nicht mehr so doll geändert? Wie sieht die Update-Schleife aus? Naja, ich reinitialisiere erst nochmal und zwar weiß ich ja, es soll die Wahrscheinlichkeiten sein. Also als erstes setze ich mal in diesem R-Vektor alles auf, jeden Eintrag auf Lambda durch Anzahl der Webseiten. Also jeder hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, über diesen Lambda-Sprung angesprungen zu werden. Und dann habe ich noch einen Update-Step, der jetzt tatsächlich auf der eigentlichen Graphstruktur basiert. Nach dem Update-Step werde ich dann i gleich r setzen. Und frage mich dann also, ist es jetzt konvergiert, was ich gemacht habe? Also der tatsächliche Update-Schritt, hat der was genützt? Oder hat er nichts mehr genützt? Wenn er nichts mehr genützt hat, dann gebe ich einfach den aktuellen i-Vektor dann zurück. So, was mache ich hier in diesem Update-Schritt? Das hängt davon ab, auf was für einer Seite ich bin. Also für jede Webseite mache ich was. Ich frage, welches sind denn die Seiten, auf die ich verlinke? Also ich bin in Seite P und frage mich, welche Seiten Q kann ich denn über Links von P erreichen? Wenn es welche gibt, dann verteile ich meinen letzten PageRank auf diese Seiten und sage zu dem, was in dem R-Vektor für Q gerade steht, addiere ich noch mit 1 minus Lambda-Gewicht meinen eigenen PageRank, den ich gerade habe, geteilt durch die Anzahl der ausgehenden Links von mir selbst auf die Webseiten, auf die ich verlinke. Falls es keine Webseiten gibt, auf die ich verlinke, also die Anzahl der ausgehenden Links von der Seite Q ist 0, dann verteile ich einfach meinen PageRank auf alle Seiten, die es noch so gibt, gleich. Also ich gehe davon aus, dass ich von der Seite von der Seite P nur durch einen Zufallssprung wegkomme und dann verteile ich meinen PageRank einfach gleich auf alle Seiten. Das wird ziemlich wenig sein, was bei den allen ankommt, aber ein bisschen was ist es eben doch. Das ist der iterative PageRank-Algorithmus und die Frage, die man sich stellt, ist, wie lange läuft denn der jetzt? Also für jedes P irgendwas zu machen, das sind also gegebenenfalls Milliarden Webseiten, ist also ein bisschen aufwendig, dieser Update-Schritt und die Frage ist, wie lange läuft das? Na, üblicherweise überprüft man also die Konvergenz. Und die Konvergenz überprüfe ich, indem ich frage, wie unterschiedlich sind denn die beiden Vektoren. Sobald der Unterschied kleiner als ein Schwellwert ist, werde ich abbrechen. Die Unterschiedlichkeit von Vektoren, da könnte man die L1 oder L2-Norm nehmen. Und als Schwellwert bietet sich irgendwie was an, was abhängig von der Dokumentanzahl zu nehmen. Weil je mehr Dokumente ich habe, desto größer wird der Unterschied zwischen zwei Vektoren sein. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie hochdimensional die tatsächlich sind für jede feste numerische Präzision, die ich anlege. Je größer ich meinen Schwellwert wähle, desto schneller wird es konvergieren. Und ja, je kleiner ich ihn wähle, desto länger wird es dauern. Üblicherweise hat man so festgestellt, auch wieder Paper von den Google-Leuten, dass man sowas braucht wie ungefähr O von log n viele Schritte, wobei n also die Anzahl der im Index oder im Webgraphen vorhandenen Webseiten tatsächlich ist. Was ein bisschen unintuitiv ist, aber dann auch bewiesen wurde mathematisch, es konvergiert nicht schneller, wenn ich den Initialbelegungen des Initialvektors mit schon mal vorhergehenden PageRanks, die ich mal berechnet habe, wenn ich den damit initialisiere.
Und das liegt daran, dass das Web eben so hochdynamisch ist und die Linkstruktur sich entsprechend immer ändert, neue Webseiten dazukommen, alte weggehen, Links sich gegebenenfalls verändern. Und deswegen sagt, also zumindest empirisch, sagt so ein alter PageRank-Vektor, den ich schon mal berechnet habe, nicht viel aus darüber, was der neue PageRank-Vektor sein wird. Und deswegen kann ich es auch einfach quasi gleich verteilt oder sowas initialisieren und habe dieselbe Konvergenzgeschwindigkeit zumindest, wie wenn ich es mit irgendwas vorbelegt initialisiere, was ich früher mal berechnet habe. PageRank selbst ist mittlerweile nur noch ein Signal von vielen zum Ranking. Das war am Anfang mal eins der wichtigsten Features, die Google so benutzen konnte, was eben auch dazu führte, dass das Google-Ranking gefühlt besser war als von anderen Suchmaschinen so zu der Zeit. Es gibt noch andere ähnliche Verfahren, sowas wie das Hits-Verfahren, was so ähnlich funktioniert, also auch quasi die Wichtigkeit von Webseiten bestimmen will. Und natürlich hat man es neben einfach nur der Wichtigkeit von Webseiten, also von einzelnen Webseiten auch für ganze Domänen etwa benutzen, indem man, also auf Englisch Websites, indem man also alle Seiten einer Domäne zusammenfasst und dann sagt, naja gut, alles, was auf einzelne Unterseiten zeigt, das zähle ich als Inlink für die Domäne. Alles, was von irgendeiner Seite einer Domäne wegzeigt, das zähle ich als ausgehenden Link der Domäne. Dann kann ich also auch PageRanks für ganze Domänen bestimmen, nicht nur für einzelne Seiten. Es gibt sowas wie geclusterten PageRank, dass ich eben sage, ich schau mir nur Sportseiten an und zähle nur Links, die von Sport auf Sportseiten gehen oder sowas. Oder ich schaue alle Sportseiten als eine einzelne Webseite an und frage mich, wie würde denn der PageRank der kompletten Sportdomäne sich auf andere Domänen verteilen? Oder ich habe sowas wie einen personalisierten PageRank auch wieder quasi geclustert, wo ich sage, bestimmte Teile des Webs sind mir irgendwie wichtiger. Mich interessiert eigentlich nur der PageRank-Graph auf diesem oder jenem Teil des Webs, basierend auf so einem Topic, was ich irgendwie vorgebe. Und all das sind Varianten, all das sind oft auch Features, die dann beim Ranking tatsächlich mitbenutzt werden. Aber heutzutage ist es so, dass PageRank eben nicht mehr der dominierende Faktor ist, wie es vielleicht mal ganz am Anfang bei Google war. Mittlerweile ist es einfach ein Feature von vielen. Ist immer noch ganz nützlich, aber man muss eben im Hinterkopf auch haben, heutzutage muss man als Suchmaschine beim PageRank berechnen, eben sehr viel mit auch Spam in Sachen PageRank rechnen, dass eben sowas wie bezahlte Links oder sowas erkannt werden müssen, solche Geschichten discounted werden müssen. Und deswegen ist PageRank eben nicht mehr so wichtig, wie es ganz am Anfang war, bevor es tatsächlich dann auch Ziel der Suchmaschinenoptimiererei wurde, also der Webseitenbetreiber, die dann ihr Ranking verbessern wollten. Und naja, da muss man heute ziemlich viel, so ähnlich wie bei Spambekämpfung für E-Mails, ziemlich viel investieren, auch um sozusagen PageRank-Spam zu erkennen. Ja, so viel zum Thema Textanalyse insgesamt. Wir werden jetzt also in einem Zustand sein, wo wir sagen, wir können Indexterme bestimmen, einzelne Wörter, wichtige Phrasen, vielleicht alle N-Gramme. Wir haben noch gesehen, dass die Ankertexte wichtig sind als Zusatzindexterme für die verlinkten Webseiten und vielleicht ein Zusatzfeature, was auch in so eine Indexstruktur mit übernommen werden sollte, in so eine Zusatz Feature-Speicherstruktur, sowas wie PageRanks für einzelne Webseiten wollen wir berechnen und damit gegebenenfalls die Wichtigkeit von den Webseiten irgendwie abschätzen können. Ja, so viel zu dem kleinen Exkurs in den Bereich der Textanalyse. Im nächsten Screencast machen wir dann weiter mit dem eigentlichen Aufbau des invertierten Indexes. Danke.